Ja, Nervi. Lass mich. Hymne der Sonne, genau. Das lernen wir nämlich hier auch noch. Neben Hyrule wird Kakariko ein häufig aufgesuchter Schauplatz werden. Um den Weg nach Goronia und auf den Todesberg zu öffnen, musst du zunächst einige gute Argumente für die Wache und bla. Friedhof genauer untersuchen. Vor einem Grabstein wachsen drei Blumen. Ziehe diesen Grabstein nach hinten, um eine Grube zu öffnen. In dieser Grube findet sich, sofern du ihn nicht schon hast, der Hylia-Schild. Ach Gott. Dafür musst du noch nicht mal was ausgeben. Das kriegst du sogar hier in Kakariko. Die Mauer hinterem Teil der Grube kannst du übrigens später aufbomben, um zu einem Feenbrunnen zu gelangen. Damit sind zwar die grundlegenden Arbeiten Kakariko vorerst getan. Herzteile. Lasse Boris während seiner nächtlichen Gruseltour an der richtigen Stelle graben, um ein Herzteil zu bekommen. Pflanze an passender Stelle eine Wundererbse, damit der erwachsene Link später abkassieren kann. Das haben wir ja eben schon gemacht. Tja, lasse Boris an der richtigen Stelle graben. Ist die Frage jetzt wo? Das weiß ich leider nicht. Skotullas während des Tages und insbesondere der Nacht treiben einige Skotullas ihr Unwesen. Erlege die verhexten Krabbelfiecher, machen wir, haben wir schon gemacht. Hier steht aber nichts mit diesen Käfern. Chasing Boris, das haben wir schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Okay, ich weiß nämlich nicht, ob er das ist, der diese da diese komischen Viecher auch haben will. Ich weiß nicht, was der möchte. So, jetzt gucken wir mal. Aber wenn da schon steht nächtlich, das heißt, dass der kleine Junge gar nicht da ist. Das heißt, der kleine Junge ist wahrscheinlich dann da, wenn wir groß sind. Richtig? Aber wenn wir groß sind, können wir die Masken nicht verkaufen. Blöd. Und die Frage ist, können wir das? Nee, das stand später. Nee, da vergiss es, das stand später. Okay. Dann können wir das nicht machen. Dann gehen wir jetzt nochmal eben schnell nach Kakariko rein. Machen das mit der Skotulla. Und dann machen wir uns groß und dann, gehen wir hoch zum Todesberg, lernen noch die Musik und dann machen wir Schluss für heute. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Die Riesenbörse, welch eine riesige Geldbörse. Jetzt kannst du sogar 500 Rubine tragen. Geil. Okay, dann kann das hier erstmal wieder beiseite. Lässt man Boris in einem der Gräber mit Blumen graben, winkt als Belohnung ein Herzteil. Okay, es ist natürlich die Frage, an welchem Grab mit Blumen? Es gibt zwei. Wahrscheinlich will der Sack dafür auch wieder Rubine haben. Gucken wir mal. Danke für die Info. Genauer steht es nicht im Netz. Ja, können wir ja gucken. Wir gucken jetzt mal hier. Es gibt zwei Gräber mit Blumen. Einmal hier
Und einmal hier oben. Dann soll er nämlich einmal hier graben. Hey Kleiner, was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabgruseltour. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Ich sehe eine Skotulla. Lasset uns graben und wir finden's heraus. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für ein Loch. Ja, geil! Boah, das war nice. Yogi, das war nice. Fürs 3 hör mal, ja, definitiv. Mega nice. So, jetzt haben wir alles hier abgeschlossen. Kakariko als kleiner, was wir nur abschließen konnten. Jetzt nehmen wir wieder die Ocarina. Hoch, rechts, links, hoch, ne? Jetzt machen wir uns groß. Reiten allerdings dann nach Kakariko, aber das Reiten geht schneller. Genau. Da ist aber leider der Boris dann tot. Ja, das ist ja das, was wir eben gemacht hatten mit dem Enterhaken. Und gehen dann hoch zu den Goronen. Damit wir dann das Lied bekommen für den nächsten Dungeon. Das heißt nämlich Bolero des Feuers. Wenn wir das dann erlernt haben, dann können wir nämlich das nächste Mal uns direkt hinbeamen. Ach Scheiße, was mir aber gerade auffällt, ich habe da auch noch nicht gepflanzt, wa? Wo die Goronen schön wohnen. Düdüdüm. Ja, ich mag die. Ich mag die Goronen, ich finde die cool. Haben wir jetzt eigentlich die Maske? Nee. Aber wann kommt denn dieses Kind? Oder ist das tagsüber da? Ach, Kacke, das hätte man mal ausprobieren können, ob es tagsüber da ist. Ah! Blöd. Blöd, blöd, blöd. Epona, du bist ja hier, mein Schatz. Schade, dass ich das Pferd nicht mit reinnehmen kann nach Kakariko. Das wäre echt cool. Also diese Tauschgeschäfte mit der Maske müssen wir uns mal bemerken. Geht nur als kleiner Junge. So, jetzt nehmen wir mal die Flasche in die Hand. Speichern wollen wir natürlich auch. Und der hier müsste jetzt, glaube ich, ein Bettler sein. Und der sagt die ganze Zeit, verkauf mir was aus einer Flasche oder so. Ja, genau. Bitte, verkaufe mir etwas mit C. Verkaufe mir den Inhalt einer Flasche. Bitte, drücke.
ein niedlicher Käfer. Ich kaufe ihn für 50 Rubine und nicht falschen, okay? Bitte, verkaufe mir etwas. Ha. Bitte. Was könnte er denn noch haben wollen? Okay, wer ist das denn eigentlich da oben? Siehst du das von hier aus? Irgendwas passiert auf dem Todesberg. Ja, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich ja doch drum. Okay, wollt man noch irgendwas in Kakariko machen, bevor ich jetzt weitergehe? Ja, ne? Boah, verkauf mal blaues Feuer. Da müssen wir finden, ne, blaues Feuer. Siehst du, hier haben wir nämlich vergessen zu pflanzen, ne? Ja. Ach so, okay. Ja, ich glaube, dieses blaue Feuer kann... Du kannst ja selber nichts herstellen. Entweder konntest du das in Kakariko kaufen. Oder... Wie war das noch? Ich glaube, das konntest du vielleicht in Kakariko bei der Hexe im Laden kaufen. Das kann sein. Kann man ja... Ich habe ja hier ein Heftchen, da kann man für das nächste Mal mal reingucken. Nachgucken. Blaues Feuer. Oder blaues Elixier hieß das, glaube ich, sogar. So, was wir aber als erstes machen. Wir gehen hier hin. Ohne, dass wir runterfallen. Ich weiß nämlich, was hier ist. Nein! Nein, du Scheißvieh! Nein, ich will das haben. Ah, wir brauchen auch gleich die Bomben. Die können wir uns schon mal hier hinholen. Ne, ist eine Station weiter höher. Ja, ich hol dich schon. Keine Panik. So war das jetzt hier. Meine ja. Oder noch eine höher. Ah, noch eine höher. Möchtest du Infos zum blauen Feuer haben? Ja, gerne. Sehr gerne.
Ach, scheiße. Hey! Blaues Feuer ist ein Gegenstand aus Ocarina of Time. Link findet es in der Eishöhle und in Ganons Schloss. Er kann es aber auch für 300 Rubine im Magieladen kaufen. Link kann es in einer Flasche aufbewahren und damit normale und rote Eisbarrikaden schmelzen. Stimmt, das ist im Eispalast, also wenn du dahin musst. Stimmt. In den Tempeln ist es üblich, dass sich blaues Feuer, wenn Link Eiswände was? In den Tempeln ist es üblich, dass sich blaues Feuer, wenn Link Eiswände schmelzen muss, in der Nähe befindet. In Ocarina of Time Master Quest kann er es außerdem in der Gerudo Trainingsarena finden. Der erwachsene Link kann den König Zora. Okay. Alter! Wie konnte dir das gelingen? Du bist einer von Ganondorfs Leuten. Höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Ich bin Link, der größte Krieger der Goronen. Ah ja. Was? Auch dein Name ist Link? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Link. Darunia ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Link, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Link den Goronen. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten. Doch hör mich an. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Heul, Schnüff. Daddy. Oh. Du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten du fragst ihn einfach etwas. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Goronen bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Heul, Schnüff, Daddy. Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen.
Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Goronen dem Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Link. Möge diese Goronenrüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Heul leiser, Link, der Gorone. Oh. So, das ist sehr gut, denn nein. Die müssen wir uns anziehen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch die Pfeile mit rein. Doch, wir wollten noch was anderes machen in Kakariko. Jetzt weiß ich auch wieder was. Jetzt weiß ich auch wieder was. Dann gehen wir diesmal hier hin. Ich mag die Goronen auch voll, aber nur bei BOTW. Nö, die sind da hier auch cool. Die sind da hier auch echt cool. Die sind da hier auch echt cool. Todeskrater. Mega nice. Hier ist auch irgendwo eine Fee. Die sehen da so... Was? Die sehen da so putzig aus. Einfach zum in die Tasche packen und mit nach Hause nehmen. Oh ja. Das stimmt. Ach, die braucht keine Rüstung oder was? Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Ich sag doch, das ist Prinzessin Zelda. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Oh ja. A, rechts, runter war das, glaube ich, ne? Wie ich das nur weiß. Miau. Da 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 da. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Ich mag diese Melodie, die ist so geil. Link, wir werden uns wiedersehen. Ja, das sagst du immer wieder. Und hinterher kämpfen wir zusammen. Gegen Ganondorf.
So, dann wollen wir noch mal zurück. So. Ich weiß gar nicht, war hier auch eine Fee drin? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Können wir ja einfach mal ausprobieren. Oh, können wir noch gar nicht. Dafür brauchen wir die Dingens. Coronia, da wollen wir jetzt noch mal hin. Jetzt gehen wir doch noch mal nach Kakariko. Und wenn wir das hier fertig haben, dann haben wir ja die Goronen wieder. Dann können wir uns mal dem Biggeron-Schwert widmen. Dem richtigen Biggeron-Schwert. Es gibt ein richtiges und ein Fake. Da müssen wir aufpassen. Ich glaube, der richtige ist oben bei dem am Berg. Glaube ich. Meine ich. Es gibt noch ein Langschwert in Ocarina of Time. Das sogenannte Biggeron-Schwert. Und davon gibt es ein Original. Und einmal ein... ein Fake. Und bei dem Original musst du richtig viel für machen. Da musst du, glaube ich, einen Huhn gegen irgendwas anderem tauschen. Also du bist immer nur am Tauschen und am Hin und Her und so. Da ist unheimlich viel, was du machen musst, aber geil. Das ist echt geil, dieses Langschwert. Ist anfangs dann sehr ungewohnt, weil du eine sehr hohe Reichweite hast. Aber ist geil. Steffi checkt. Achso, Steffi checkt OOT voll aus. So krass. Ja, mega nice. Wenn man das weiß, ne? Ich hatte mal nämlich dieses Fake-Ding mal gehabt. Das weiß ich noch. So. Dann brauchen wir, das machen wir jetzt schon mal rein. Weil wir haben ja noch keine Feuerpfeile. Aber Moment mal, bevor wir das jetzt alles machen, speichern wir ab. Könnten schon viel weiter sein, wenn das eben nicht gewesen wäre. Aber naja, egal. Ich verzeihe dem Spiel das. Dem Spiel ja. Im Spiel verzeihe ich alles. Sogar noch offen. Sehr schön. Noch einer ohne Fahrschein. Komisch ist es aber trotzdem, dass der Absturz definitiv. Also cool ist das nicht. So, warte mal. Jetzt machen wir mal das hier. Ich würde mal gerne wissen, wofür das jetzt hier war. Bomben! Hey! Dafür bezahlen wir Mana, aber ist nicht schlimm. Ja. Also das mit der Erbse, das machen wir dann... Nein, 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 nein
Nein, 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 nein. Wuhu! Lesen! Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Das Sonnenlicht erschwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut. Ewige Ruhe die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Oh ja. Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Das mögen diese Viecher dahinter nicht. Dann erstarren die. Das ist auch sehr gut. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Juhu! Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne. Okay, rein theoretisch gesehen müssten wir jetzt wieder dahin. Aber na, ich habe schon falsch angefangen, warte. So rum. Ich hatte den so querstehend gehabt und da konnte das nicht funktionieren. Die Hymne wollte ich nämlich noch mitnehmen. Das war mir wichtig. So, und hier machen wir ab für heute Schluss. Boah, fast 6 Stunden schon wieder. Das ist jetzt so ein einiges, ne? Das haben wir heute ja wieder kräftig. Gespielt. So. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht bei solchen Spielen. Definitiv. Also, wenn ich jetzt nicht auf die Uhr geschaut hätte, wie viel Uhr wir haben, ich glaube, ich würde sogar echt noch weiterspielen. Also, ich liebe dieses Spiel. Das ist für mich nicht umsonst das beste Spiel aller Zeiten. Und ja, ich sag, oder ich kann das ja selber eintragen in die Liste, ob ich am Samstag streame oder nicht. Sollte ich Samstag nicht streamen, werde ich auf jeden Fall am Sonntag streamen. Also wir werden diese Woche auf jeden Fall nochmal Zelda zocken. Weiter zocken. Weil ich würde auch jetzt am liebsten noch weitermachen. Definitiv. Aber was leider nicht ist, ist nicht. Ja, wir werden also entweder Samstag oder Sonntag auf jeden Fall werden wir streamen. Cool, ne? Ja, finde ich auch. Wie gesagt, mit Samstag weiß ich noch nicht, ob ich da auf dem Geburtstag bin oder nicht. Also Freitag ist es definitiv nicht, weil ich ja nicht wusste, ob Freitag oder Samstag. Aber ob ich Samstag auch hingehe, weiß ich auch noch nicht hundertprozentig. Das hängt von ein paar Kleinigkeiten noch ab. Sollte ich nicht hingehen, streamen war, gehe ich hin, werde ich nicht streamen. Aber da weiß ich morgen, weiß ich da mehr Bescheid. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einem von den beiden Tagen. Ich werde es auf jeden Fall dann eintragen. Ja, schön, dass du da warst, lieber Yogi. Und auch an den anderen, die mittlerweile nicht mehr dabei waren. Und ja, für auf YouTube wünsche ich euch auch noch ja, viel Spaß mit den Folgen. Ja, oder ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Folgen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Für die Leute auf YouTube geht's morgen natürlich direkt weiter mit den Folgen. Ist doch klar.
Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Träumt was Schönes. Und morgen ist Carsten wieder für euch da. Was er morgen streamen wird, weiß ich gar nicht. Ich war gestern nicht da. Und ja, wir sehen uns. Haut da rein.